Was ich gerne jetzt hier klarstellen möchte, ist, wie man meinen Namen ausspricht. Ich kenne mich ja leider nicht so aus mit Botanik, aber irgendwas so struppiges. Ich heiße Valentina, und das ist leicht, Repetto. Ah, ich weiß, was ich wäre. Das ist wichtig, mit so einem Schwung auf diesem Petto. In Western-Filmen ist immer so wie ein Strohknäuel. Es passiert mir ganz oft, dass ich immer Frau Repetto genannt werde hier. Versieht, sowas wäre ich. So ein Strohknäuel. Repetto, Repetto, Repetto. Das ist ein Blatt Papier. Woher kommt der Name? Der kommt aus Italien. Und wieso spreche ich Deutsch? Weil ich aus Südtirol komme. Und da drin ist eine Frage. Und die Frage geht an mich. Ich kenne die Frage nicht. Locken. Ich bin doppelsprachig aufgewachsen. Mit meinem Vater spreche ich Italienisch, mit meiner Mutter Deutsch. Ich habe ihnen gesagt, bitte seid erbarmungslos mit mir. E anche una mamma che parla italiano, perché io con mio figlio ho deciso di parlare italiano. Grüne Augen. Manchmal sieht man Mütter und die sehen so biestig aus. Ich bin hier teilweise jetzt auch so ein Biest. Yo. Ja, es geht schon richtig so los. Da gibt es verschiedene Gangarten beim Reiten. Es gibt Schritt, das ist natürlich die langsamste Gangart. Dann gibt es Trab, da muss man immer so hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und dann gibt es den Galopp, da kann man entweder sitzen oder wie sagt man, auf dem Sattel stehen. Ich kann es nicht sagen. Brauchen Sie nicht so zu schauen, als ob ich ein Auto von unten werfe. Diese Facette kannte ich noch nicht an mir.